So, meine Schätzkinder draußen. Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead Space 3. Ja. Doch in der letzten Folge tatsächlich gegen diesen Boss-Zecken-Monster mit langen Dreadlock-Haaren kämpfen. Immer anstrengend, war nicht einfach. Wenn das alle so wären, dann haben wir echt das Problem nachher, ne? Hierbei. Achso, hier kann man installieren. Wie kann ich das denn machen? Installier! Was? Aktivieren? Ah! Okay. Bitte? Wir kommen hier nicht raus. Aber der Teppich, ne? Die hätten das hier wenigstens mal anständig machen können hier. Wenn die gerade da so rumhängen. Wenn die da gerade so rumhängen. So, lass uns. Wir haben wieder neue Aufgaben am Start. Die da wären. Oh, wir müssen mal wieder unbedingt eine Bank finden. Auch tatsächlich. Wir haben nicht viel. Hey, warte auf Isaac. Isaac, wir sind hier draußen. Ja. Und wir frieren. Beeilen Sie sich bloß. Was? Ja, geh doch wieder rein. Das ist immer alles so gemacht ist, ne? Mit Drehen. Alles klar. Wer liegt denn hier rum? Da kam ich doch gerade her, wollte ich gerade sagen. Was soll der Scheiß denn? Aha. Ja, ja, es ist ein Hin und Her Scheiß da, ne? Ja, was machen die denn da draußen? Warum frieren die denn? Ja, na klar. Und wieder der nächste Anzug im Arsch. Wie zum Henker haben Dennings Männer uns gefunden. Komm, komm schon. Ellie, geh schon. Wir treffen uns am Lager. So läuft das halt. Bösen Männer am Start. Alter, wie viele haben die denn? Ah, die setzen bestimmt noch mehr Männer irgendwo anders aus. Solange sich die Toten nicht irgendwie... Ja, STRG doppelt anrücken, schön. Leute, was habt ihr euch bloß dabei gedacht? Der hat seinen Arm wegbekommen, aboperiert, fachgerecht. Der hat keine Rübe mehr. Ja, davon brauche ich jede Menge. Hm? Was ist das? Ja, sagt der Kollege. Wo ist das jetzt hin? Da. Wenn die hier sind, dann wissen die ja, dass die ja bald alle sterben werden. Weil hier sind böse Sachen am Werke. Wo sollen wir hin? Da rein. Können wir nicht irgendwo anders hin? Nee. Woher kamen die? Sie müssen uns hierher gefolgt sein. Das ist unmöglich. Nicht durch den Shockspace. Ach ja, ist aber so. Ellie, schaffst du es bis zum Lager? Oh Gott, da kommen sie. Ellie! Naja, sie hat ja ihren starken Freund dabei. Ne, der kann das ja so lange ein bisschen klären für sie. Ne, da müssen wir uns ja gar nicht mit einmischen. Colin, schafft deine Leute her, er ist hier lang.
Also suchen sie uns immer noch. Also nur mich speziell. Ich denke mal, die anderen werden das auch nicht überleben. Oder würden das nicht überleben. Weil sie ja Zeugen sind oder so ein Scheiß. Aber wir sind ja gut ausgestattet, Jungs, wa? Altmetall. Jetzt sind wir gleich immer alles kaputt schießen müssen, die Affen. Zeltos, passen Sie auf! Zurück! Es pumpelt und pumpelt darum. Oh, Schüsse, das ist zerstört. Nein, mach dir nicht. Auf damit! Als ob die es nicht merken, dass die Abschieße gehört, ne? Er will fliehen! Dass sie mir auch reden können. Kopf weggeschossen. Ah! Wollen wir mal Items einsammeln, die uns irgendwo fehlen? Ein Beinschne. Ein Armschne. Vor die Luft gesprengt hier. Ich dachte, da wäre auch etwas, was wir mitnehmen können. Bedauerlich, bedauerlich. Aber abwechslungsreich, ne? Nicht mehr immer diese bösen Alien-Pisser da, sondern echt mal auch normale menschliche Gegner als Gegner zu haben. Das erfüllt alles uns ein bisschen mit Menschlichkeit. Ganz gut, ganz gut. Medipacks. Ja, selbst so ein kleiner Zelt war so ein. Haben wir noch Munition auf unserem Schrotflintengewehr drauf? Ja. Ich glaube, das dürfte die beste Medizin sein für irgendwelche. Ali, geht es allen gut? Ja, ich glaube, wir sind in Sicherheit. Wir sind alles andere als in Sicherheit. Die sind hinter Isaac her und wir sind ins Kreuzfeuer geraten. Da, das Lager. Das Experiment zur Signalverfolgung sollte darin sein. Sie sind diesen ganzen Ärger nicht wert, Carl. Okay. Oh Gott, bin ich blöd. Ich hab mich auch richtig erschrocken, ne? Was denn? Schwebefeld. Achso, richtiges Schwebefeld, okay. Schwerbefeld? Schwerbefeld? Nicht Schwebefeld, sondern Schwerbefeld. Oh, Schwerbefeld. So, wir hatten ein Impulsgewehrschema gefunden. Hat was gefunden. Wolfram hatte Halbleiter 154, Somargel, Wandlader gefunden. Okay, hatte nochmal Halbleiter gefunden, was? Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht! Neu. Standardarm. Ich will eine Waffe herstellen, warte mal. Baupläne, eigener Plan, Bolas-Kanone. Die haben wir gefunden. Strahlenkanone. Eine Bola-Kanone. Ach scheiße, ich dachte, das wäre jetzt ein Impulsgewehr oder sowas. Okay. Okay, schade. Ich hätte gern echt hier so einen dicken Ballermann und so einen Scheiß, ne? Ableiter, Altmetall. Haben tun wir 1080. Was brauchen wir denn zum Beispiel? Eine Pitch Black. Oh, so viel. Ach komm, dann Bola-Kanone. Ja, komm. Schroti weg. Nee, komm, lass mal bleiben. Lass bleiben. Bauen wir nicht. Bauen wir nicht, machen wir nicht. So einfach ist das hier.
Upgrade. Linker Waffenslot. Modifizierte Waffe. Linker Waffenslot. Mhm. Upgrade Platin. Können wir da was Neues machen? Nachladen Feuer Rate können wir machen. Schaden. Schaden ist cool. Schaden Chip 2. Machen wir. Und irgendwo geht ihr dann offensichtlich nachladen, ne? Hier. Nachladen Schaden. Zweimal nachladen plus einmal Schaden. Ne, minus einmal Schaden. Nö. Nachladen und Fire Rain. Das finde ich gut. Yeah! Entschuldigung, ich freue mich immer über so etwas. Neue Platine herstellen. So, warte mal, können wir hier eine neue Platine herstellen? Warte, was ist hier nochmal? Hier ist auch nochmal Schaden. Im unteren Platinbereich können. Oh, warte mal, da hätten wir aber wahrscheinlich nicht genügend Materialien. Guck, wir haben einfach nicht genügend Materialien. Unser Ruby-Robot, der ist wieder zurück, den schicken wir sofort wieder auf Reisen. Ruby-Robot, ne? Boah, jetzt lädt er aber turbomäßig nach, wa? Uiuiui. Ja, sachte, Kollege, ganz sachte. So. Warum ist das hier so heftig? Oh nein! Hast du aber das Ding. Ah! Nicht bei mich! Genau, so geil hat. Tja, da sind sie überrascht, ne? Jetzt kommen sie hier auf unseren Planeten rauf, jagen uns und dürfen erstmal von diesen ganzen Motherfucker zerhackt werden, Alter. Das finde ich gut, das finde ich gut. So macht das alles Sinn. Ah ja, warte mal. Aber trotzdem da mal nicht da oben. Mehr Signale. Ach, schon mal so ein Höhlenlabyrinth. Der Sturm saugt hier rüber einfach. Auf der Suche nach Shit. Ist es unser kleiner Ruby-Roboter vielleicht, der hier mit diese Geräusche macht? Ich weiß es nicht. Ach, hör auf zu petzen. Ich hab ihn! Hast du nicht? Ja. Dachte er. Er hat mich. Und er musste dafür mit seinem Leben bezahlen. Wow, guckt euch das mal an. Schade, dass die Aussicht nicht ganz so geil ist. Ich dachte, jetzt hier kann man so ein bisschen mal luschern.
Das riecht in der Falle, wa? Dieses Geknische, ne? Alter. Erschreckt mich bloß weiter so. Ein abgefucktes Deck. Ja, okay. Alles klar. So. Ich hab hier bei dem Spiel wirklich viel Lust. Ich mach ja sonst keine lesen Let's Plays. Wollt ihr mich verarschen? Alter. Aber die hängen ja alle durch rum, wa? Halbleiter. Was hängt denn da? Was ist denn das? Das sind irgendwelche Kreaturen. Das ist so eine Kreatur, gegen die wir gekämpft haben, bloß eingefroren, wa? Oder haben sie die getötet und irgendwie ausgestellt oder wollten sie abtransportieren hier, ne? So einen Typen hatten wir schon mal gehabt. Es gibt immer irgendeinen Fanatiker. Damals war es der Doc. Achtung, gleich kommt er raus! Ja, ich komm raus. Weil er um die Ecke gelaufen kam. Achtung, gleich kommt er raus! Ich hab mal gesagt, das sollte er aber nicht überlebt haben. Bleibt einfach hocken, aber bloß mit dem Unterschied, dass er jetzt keinen Kopf mehr hat. Gib mir deine Items! Das ist quasi ein Raubüberfall. Juhu! Nein, braucht ihr nicht. Die sind mal am Schreien sind alle. Guck mal hier, da die ganzen Artefakte und so und alles, ne? Und die ganzen. Da wie eine Dinosaurier-Ausgrabung. Ach nö. Gott hat meinen Kopf gebaut. Ein Kopfschüßler. Ja. Schießt eine Zombie, Alter. Wo kommen wir denn da hin? Alles klar? Alles klar! Yay! Wow! Das war aber mal eine Riesenkreatur, wa? Aber sowas kennt Isaac ja schon. Boah, Alter, das sieht aber schon ziemlich nice aus irgendwie, ne? So der Anblick hier mit diesen angestrahlten Asteroiden da oder was es da oben ist, oder Mond oder was weiß ich, was das sein soll. Ziemlich geil.
Mehr als geil. Guck mal, zwei solche, drei solche Kreaturen. Die sind irgendwie einfach nur eingefroren, was? Oder sagen wir es mal so, es ist eine Kreatur mit mehreren Köpfen vielleicht oder so? Ich weiß es nicht. Heftiger Scheiß. Ja, ja. Ach, Scheiße. Alter, komm, verarsch mich nicht, Junge. So. Meine Güte, muss ich hier für die bumsen. So heftig gebumst habe ich schon lange nicht mehr. Ich ist hier gerade gespawnt. Look, 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 look. Was brauchen wir jetzt? So Chipkartenleser hier? Tilling. Okay. Wow, immer noch krass. Also. Da müssen wir rein. Was ist das? Wieder so ein kleines Rätselspiel, was? Ach scheiße, wie ging das denn nochmal? Ach, halt doch die Schnauze, wie heißt du? Ist gepanzert. Ach Gott. Schrotgewehr ist Schrotgewehr, bleibt Schrotgewehr. Das müsst euch alle wegbumsen. So, jetzt, wie war das nochmal hier gleich? Das habe ich nämlich ganz vergessen hier. Ach, scheiße. Ja, komm. Zutritt verweigert. Muss mich mal erstmal wieder reinfuchseln hier. Wartet nochmal so. Rekord geht nicht. Ah, nein! Hat geklappt. Wir dürfen rein. Wir dürfen eintreten. Tür auf. Guck mal, wer da ist. Ach, hey. So, Kinderchen. Das war's auf jeden Fall für heute. Es hat Spaß gemacht, dass wir jetzt auch richtige Gegner dabei haben. Also menschliche Gegner, die uns erschießen wollen. Oder Zombies, die zu menschlichen Gegner werden. Oder andersrum menschliche Gegner, die Zombies werden und dann uns erschießen wollen. Es ist alles möglich. Also, Kinderchen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüssli, Müsli.